Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Unser Armin Laschet, Laschi, hat wieder einen gucken lassen. Denn unser Laschi kommt nach anderthalb Jahren in der Corona-Pandemie noch nicht so richtig klar mit der Inzidenz und den ganzen anderen schwierigen Wörtern, wie zum Beispiel 7-Tage-Inzidenz, R-Wert, CT-Wert, Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter. Laschi sagte in einem Interview folgendes: Wenn trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz nicht steigt, sondern jede Woche immer weiter sinkt, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein. Ho, da hast du wieder einen gucken lassen, Laschi. Dafür erntet Laschi natürlich im Netz Spott und Häme. Häme. Aber Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich wiederhole den Satz von Laschi nochmal. Wenn trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz nicht steigt, sondern jede Woche immer weiter sinkt, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein. Vielleicht hat Laschi ja sogar recht. Naja, Leute, Politiker sind halt keine Götter. Jedenfalls noch nicht. Laschi, du solltest es wie unser Spani machen. Der nimmt sich immer einen Profi zur Seite. Unseren Tierarzt Dr. Wheeler. Also Laschi, fürs nächste Mal nimm dir jemanden mit, der sich damit auskennt. Und erzähle nicht so ein Hafengäse. So Leute, und jetzt habe ich noch etwas für euch aus der Rubrik Doppelmoral. Ihr kennt ja sicherlich Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund dieser Delta-Variante, die von Laschi beschriebene, sozusagen, pocht Frau Schwesig, Manu, auf doppelte Testpflicht. Ganz nach dem Motto, doppelt hält besser. Also sollen praktisch alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten 2 Tests machen. Na dann frage ich mich, Manu, was du denn hier machst. Das ist die bunte Parade von Schwulen, Lesben, Bi und Transsexuelle am Samstag in Schwerin. Sozusagen der Christopher Street Day. Yeah. Und unsere Manu mittendrin. Ohne Maske, ohne Mindestabstand. Aber Leute, aber mit Sicherheitsumhang. Denn Manu trägt den Regenbogenumhang. Man muss sich das praktisch so vorstellen, wie ein Superheldenkostüm. Na dann Manu, 2-mal testen oder Regenbogenfahne umhängen. Dann könnte unser Laschi vielleicht doch recht haben mit seiner Aussage, dass die Delta-Variante gar nicht so schlimm ist. Junge, junge Leute, schickste kriegste. Aber was will man machen? Wie bestellt, so geliefert. Habt einen schönen Sonntag, die Sonne scheint, lasst euch nicht ärgern. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann, ihr wisst schon, ein Like wäre cool, ein Abo auch. Bleibt gerade und bis bald. Oh, schon einmal.